bedauerlicher sagen zu müssen, dass zu wenig Fortschritte erfolgt sind bei den Gesprächen zwischen den Institutionen und Griechenland. Und eine Einigung ist bislang noch nicht in Sicht. Bei der heutigen Sitzung haben wir ein starkes Signal ausgesandt an die griechischen Behörden gerichtet, dass es wirklich nun an den griechischen Behörden ist, neue zusätzliche Vorschläge während der nächsten Tage zu unterbreiten, dass sie sich voll engagieren sollen bei diesen Gesprächen mit den Institutionen innerhalb des Rahmens der Erklärung vom 20. Februar. Bis zum heutigen Tag ist es immer noch möglich, eine Einigung zu erzielen und das jetzige Programm zu verlängern vor Ende dieses Monats, aber der Ball liegt jetzt eindeutig auf dem griechischen Feld, um diese letzte Chance beim Schopf zu ergreifen. Wir haben den Eindruck, dass eine Einigung glaubwürdig sein muss. Sie muss glaubwürdig sein aus der Sicht von tragfähigen Finanzen und eines wirtschaftlichen Aufschwungs in Griechenland. Diese Einigung muss auch glaubwürdig sein unter dem Blickwinkel der Glaubwürdigkeit der Währungsunion und der ganzen Eurozone. Wir glauben, eine solche Einigung ist nach wie vor möglich, aber wenn eine solche Einigung in den nächsten Tagen der Eurogruppe vorgelegt werden sollte, wenn es eine solche Einigung geben würde, dann würden wir diese Einigung beurteilen unter diesen beiden Blickwinkeln, also die Glaubwürdigkeit für Griechenland und für die ganze Eurozone. Abschließend möchte ich nochmal betonen, Sie wissen, die Zeit läuft uns davon, das Programm läuft ja am Monatsende aus. Natürlich müssen auch Verfahren noch ablaufen in den Parlamenten und das bedeutet, es bleibt nur noch sehr wenig Zeit. Seit fast 5 Monaten diskutieren wir mit der griechischen Regierung mit einem einzigen Ziel vor Augen, nämlich dem eines stabilen Griechenlandes, eines soliden Griechenlandes mit Wohlstand, mit beschäftigungswirksamem Wachstum, denn das brauchen die Bürger Griechenlands. Das bedeutet aber auch, dass Griechenland seinerseits seinen Zusagen nachkommen muss und dass dieses Land auch in der Eurozone verankert bleiben muss. Ich habe es bereits gesagt, ich wiederhole es noch einmal. Es liegt im Interesse aller, die Stärke des Euro-Projektes zu wahren, die Integrität der Eurozone. Wir sind 19, es gibt keinen Weg zurück. Wir haben in den letzten Wochen Fortschritte gemacht, vor allen Dingen im Anschluss an die Klarstellungen, die es in Riga im April gegeben hat. Die Institutionen haben ihre Arbeit geleistet. Allerdings muss man auch feststellen, dass seit nunmehr ungefähr 2 Wochen wir in der Sackgasse uns befinden. Sehr ausgewogene Vorschläge, vernünftige Vorschläge sind von den Institutionen, den griechischen Behörden unterbreitet worden. Es geht jetzt hier nicht um irgendwelche Kürzungen oder Opfer oder Einsparungen. Beim Primärüberschuss zum Beispiel sind wir weit hinter dem zurückgeblieben, was wir ursprünglich gefordert hatten. Aber glaubwürdige Gegenvorschläge haben wir doch auch von der griechischen Regierung erwartet und diese haben wir bis jetzt noch nicht erhalten. Und sie sind auch heute nicht unterbreitet worden. Ergo ist und bleibt der Ball im Spielfeld der griechischen Behörden. Wir sind in einer Situation, wo wir abwarten. Die Institutionen haben einige sehr vernünftige Vorschläge zusammengestellt, die eine eindeutige Lockerung bedeuten im Vergleich zu dem, was zuvor in Erwägung gezogen wurde. Und wir warten nach wie vor. Das heißt, die Vorschläge, an denen wir versucht haben, weiterzuarbeiten gemeinsam, die 3 Institutionen gemeinsam, das sind eindeutig Vorschläge, die viel weniger anspruchsvoll sind, wenn es um die Haushaltskonsolidierung geht, aber auch um die Strukturreform im Vergleich zum ursprünglichen Engagement. Und wir warten weiterhin. Es ist also nicht alles nur Spiegelfechterei. Es muss sich handeln um greifbare Vorschläge, die an die Stelle von Vorschlägen treten können, die unterbreitet wurden, aber aus unserer Warte betrachtet müssen diese Vorschläge glaubwürdig sein, denn der IWF vergibt ja das Geld von 188 Ländern und wir sind gegenüber diesen Ländern rechenschaftspflichtig, von den ärmsten bis zu den reichsten Ländern hin. Und zweitens
Bei den Diskussionen sind wir immer flexibel. Bei jeder einzelnen Überprüfung, die wir durchgenommen haben von Griechenland in den letzten 5 Jahren, haben wir immer Flexibilität an den Tag gelegt. Es war nie genau das, was erwartet worden war im Rahmen dieser Überprüfung, und auf dieser Grundlage werden wir auch weiterarbeiten. Aber jedes Programm muss 4 Schlüsselgrundsätze einhalten. Erstens, die Tragfähigkeit der Schulden muss gewährleistet sein. Zweitens, die Maßnahmen müssen auch tatsächlich umsetzbar sein. Drittens, muss es eine Finanzierung des Programms geben. Und viertens, Flexibilität von Seiten der Institutionen. Die Institutionen akzeptieren es, dass Maßnahmen durch andere ersetzt werden. Aber eindeutig, je geringer die Anpassung, umso höher die Finanzierung. Also es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Wir warten weiter ab und hoffen, dass die nächsten Tage von Seiten der griechischen Behörden genutzt werden, um sich zurückzumelden mit greifbaren, durchsetzbaren Maßnahmen, damit wir dann entscheiden können, ob diese 4 wichtigen Kriterien für Programme, damit sie überhaupt glaubwürdig sind und damit wir auch rechenschaftspflichtig sein können gegenüber der Völkergemeinschaft, auch eingehalten werden können. Die große Befürchtung unserer Partner in der EU, und die nehmen wir auch ernst, besteht ja eben darin, dass der griechische Staat tatsächlich es wieder zulässt, dass sein Haushalt wieder aus dem Ruder läuft und Griechenland wieder zurückfällt in diesen unwürdigen Zustand des Primärdefizits. Aber wir sind entschlossen, das nicht zu tun. Und wir haben festgestellt, dass es in der Eurogruppe ein Vertrauensproblem gibt. Heute haben wir deshalb einen Vorschlag, einen ganz radikalen Vorschlag unterbreitet in der Eurozone, einen Vorschlag, der bisher noch nie erörtert wurde und auch nicht von den Institutionen vorgeschlagen wurde, sondern von unserer Seite kam. Der ist wie folgt. In dem Zusammenhang unserer Vereinbarung haben wir gesagt, wir wollen eine Art Haushaltsaufsichtsausschuss, wie auch in Großbritannien das gibt. Und diese Haushaltsaufsicht muss den Haushalt überwachen. Und anstatt jetzt laufend Berichte zu schreiben über die Entwicklung des Haushaltes, schlagen wir eine ganz harte Schuldenbremse vor, ohne die Konsultation oder Beratung im Parlament soll diese Schuldenbremse automatisch gezogen werden, wenn die Einschätzungen des Haushaltsausschusses zeigen, dass mit großer Wahrscheinlichkeit in den nächsten folgenden Wochen oder Monaten der Haushalt in ein Primärdefizit abgleitet. Der zweite Vorschlag, den ich heute unterbreitet habe, ist sehr einfach. Sie wissen ja, dass unsere Staatsverschuldung aus verschiedenen Tranchen besteht. EFSF-Schulden sind langfristig, mit langfristigen Tilgungen. Da haben wir keine unmittelbaren Sorgen. Aber wir haben ja noch griechische Staatsanleihen in der Höhe von 27 Milliarden Euro in den Büchern der EZB. Damit haben wir 2 Probleme. Das erste Problem ist, das sind kurzfristige Anleihen, die in Kürze auslaufen und bedient werden müssen. Da haben wir ein Problem, das zu finanzieren. Das zweite Problem besteht eben darin, dass diese 27 Milliarden Euro griechischer Staatsanleihen in den Büchern der EZB, selbst wenn wir morgen uns einigen würden mit den Institutionen, dann würden diese 27 Milliarden Griechenland an der Teilnahme hindern am Anleiheankaufprogramm der EZB, das ja eigentlich aufgelegt wurde, um die Deflation in Europa zu bekämpfen. Es ist einfach paradox, ein Land von diesem Quantitative Easing, also von diesem Anleiheprogramm auszuschließen, das am meisten von der Deflation betroffen ist. Unser Vorschlag ist einfach, keine neuen Schulden für den griechischen Staat, sondern nur ein einfacher Transfer dieser 27 Milliarden griechischer Staatsanleihen aus den Büchern der EZB in den europäischen Stabilitätsmechanismus. Technisch würde das bedeuten, dass wir ein neues Darlehen von dem ESM bekommen, aber die Regierung würde keinen Eurocent erhalten.